Heute möchte ich mich an alle Tierschützer wenden, weil ich in letzter Zeit bestimmte Prozesse beobachte, dass Tierschützer gegen Großbauern vorgehen, gegen Massentierhaltung vorgehen, mit bestimmten Plakaten, Demonstrationen, anderen Aktionen. Aber dabei müsste man verstehen, dass hier lediglich gegen die Folgen gekämpft wird, weil die Ursache ist ja eine ganz andere. Die Ursache ist nämlich die, dass sehr viele Leute sich immer noch vom Fleisch der Tiere ernähren und diese Nachfrage an sehr viel Fleisch und Fleischprodukten erzeugt diese Tendenz, dass viele Bauern fast gezwungen sind, die Tiere in großen Mengen zu halten und die Tiere in großen Mengen dann auch schlachten zu lassen. Wenn wir gegen diese Großbauern vorgehen und sie kritisieren, wird es so lange nichts nutzen, solange die Menschen sich von Fleisch ernähren. Also ist es ratsam, gegen die Ursache vorzugehen und anstatt, dass man sehr viel Geld für irgendwelche Protestaktionen, für Plakate gegen diese Bauern ausrichtet, sich an die Menschen direkt zu widmen, die dieses Fleisch kaufen und die dieses Fleisch konsumieren. Wenn Leute aufhören, diese Fleischprodukte zu kaufen, heißt es, haben die Bauern auch keinen Absatz mehr und müssen dann ihr Leben umdenken, ihr Programm vielleicht umändern und auf Produktion von anderen Nahrungsmitteln umsteigen. Es ist logisch demnach sinnvoller, den Menschen über eine gesunde Lebensweise erzählen, den Menschen über eine vegane oder vegetarische Ernährung zu erzählen, damit dieser Horror und dieser Schrecken endlich aufhört und es mit den Massentierhaltungen in Deutschland und in anderen Ländern der Welt etwas besser wird. Man muss verstehen, dass jeder Hof, wo die Tiere in Massen gehalten werden, eine sehr, sehr starke Verschmutzung für unsere Umwelt sind. Es werden nicht nur das Trinkwasser, die Felder verschmutzt und die Luft, sondern auch die Nahrung, die dann in diesen Ländern wächst, weil dieser Schmutz sich ja überall dann ausbreitet, im Grundwasser, im Regen. Überall sind diese Chemikalien drin, diese Antibiotika und andere Chemiestoffe drin, die den Tieren zugegeben werden. Im Grunde genommen haben die Tierschützer recht, weil sie dagegen ankämpfen. Aber ich würde dann eher gegen die Ursache vorgehen und die Menschen direkt ansprechen, die dieses Fleisch kaufen und die diese Bauern somit unterstützen. Wir könnten uns natürlich eine ideelle Welt vorstellen, wo die Menschen gar kein Fleisch mehr essen. Dann würden die Bauern auch gezwungen sein, auf Obst, auf Gemüse umzustellen und die Welt würde sich in einen blühenden Garten verwandeln. Aber bevor es so weit kommt, müsste man natürlich im Bewusstsein der Menschen etwas verändern. Natürlich wäre es eine Utopie, dass die ganze Welt nur ein blühender Garten ist, aber wir könnten oder jeder von uns könnte etwas dazu beitragen, indem er auf Fleisch und Fleischprodukte verzichtet und auf gesündere Ernährungsweisen umsteigt. Es wäre für die Gesundheit des einzelnen Menschen viel besser, weil viele Krankheiten von alleine weggehen, die man sich als fleischessender Mensch angehäuft hat. Und es würde für unsere gemeinsame Umwelt eine sehr gute Sache sein, wenn wir uns von anderen Produkten, die anders erzeugt sind, ohne die Umwelt zu belasten, ernähren würden. Mit diesem kurzen Beitrag möchte ich euch anregen, darüber nachzudenken, möchte ich euch anregen, auch aktiv zu werden, aber in richtiger Form aktiv zu werden. Wie Buddha es einmal sagte, solange man gegen die Folgen kämpft, wird es überhaupt nichts nutzen. Man müsste die Wurzel, also die Ursache, entfernen, herausreißen und die Ursache ist natürlich der übergroße und sehr weit ausgebreitete Fleischkonsum in den westlichen Ländern.